Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Let's Play Civilization 5, Folge 51 oder Jahr 2028 oder Runde 456. Sucht euch was aus. Auf jeden Fall wechseln wir jetzt gleich mal die Runde. Ja, noch nicht ganz, wie ich sehe. Der kann nicht mehr, weil schon zu weit gefahren. Machen wir da mal einen Platz. Kann ja noch einen weiterfahren. Bereitschaft. Ach, der ist eigentlich blöd hier. Wieso kann der denn nicht? Befehlt Einheit kein gültiges feindliches Ziel in der Nähe. Aha. Jetzt? Immer noch nicht. Weiß gar nicht genau, ob die nur viele Boden-Luft-Rakete. Das ist ja eigentlich nur für die Luftabwehr. Ach, wieso brauche ich denn davon so viele? So viele Flugzeuge haben die hier ja gar nicht mehr. Naja. Ja. Könnt ihr euch zumindest ein bisschen verteidigen? Na toll. Haben wir doch gleich eine Einheit verloren. Jetzt haben wir die mal aus der Deckung gelockt. Das ist nicht so schlecht. Was ist hier denn überall schon wieder los? Wir haben hier schon wieder auf einmal barbarische Truppen in unserem Kerngebiet. Schon wieder. Wo kommen die denn immer her? Da landen also, das sind Terroristen, glaube ich, weil wir so unzufrieden sind. Mehr kann der nicht. Das ist ja grandios, ne? Nervt doch gerade ein bisschen. Ach, das schaffen wir auch nicht. Können wir denn was kaufen? Die hätte ich gerne gekauft, aber dafür brauchen wir Alu. Alu haben wir nicht. Eine einfache Artillerie. Ja, Hauptsache wir haben hier überhaupt irgendetwas. Ärgerlich. Echt ärgerlich. Hier haben wir auch keine Tarnkappenbomben mehr. Können die so sein? Das ist auch näher. Wenn wir da Tarnkappenbomber hinschicken, wird das auch nicht besonders effektiv werden. Natürlich aus dem Grunde, dass das Luftabwehreinheiten sind. Zerstörer mit mehr Reichweite, der könnte uns hilfreich sein, ja, das passt genau. Das war gut. Der kann gleich befördert werden. So, egal, beides einmal. Wien hat ein Gerichtsgebäude gebaut, dann tut bitte was für die Zufriedenheit. Zirkus, freuen die Leute sich immer. Die komischen Clowns dort beobachten. Tempel auch, da können sie beten. Gut, wir sind jetzt in Chicago angekommen. Das wird auf jeden Fall das Ziel sein für unsere Folge, diese Insel jetzt vollständig zu erschließen. Und ich glaube, da haben wir eigentlich ganz gute Chancen. Ich will noch nichts sagen, aber eigentlich... Oh nein, habe ich nicht gesehen, die Fortbewegungsanzahl. Müssen wir erstmal warten, bis der Bomber da war. Dann kommt das Schlachtschiff. Ja, minus 9, sehr gut. Schlachtschiff haut auch nochmal rein. Ihr braucht ja zu lange, ihr seid viel zu langsam.
Wir haben wieder einen großen General. Und das ist auch ein Big City Bomber mit super Erfahrung. Sollte eigentlich sogar reichen, dass wir dann gleich mit dem Panzer vorrücken und Chicago einnehmen in dieser Runde sogar schon. Schneller als gedacht. Den hätten wir ja auch noch. Also wenn das jetzt noch nicht gereicht haben sollte, was es aber schon hat, können wir mit dem gleich schon Richtung Atlanta fahren. Das beschleunigt das doch ein bisschen. Gefällt mir, ne? Stadt annektieren. Haben wir gemacht. Haben wir auch schon ein bisschen Erfahrung mittlerweile mit. Den Panzer, brauchen wir den eigentlich noch? Ja, ich glaube schon, den ziehe ich mal mit hier rüber. Können wir Atlanta wieder nicht sehen? Das liegt im Verborgenen, heimlich. Reicht auch nicht, um mit dem U-Boot dahin zu kommen. Dauert eine Runde länger. Goldenes Zeitalter verlängern wir, bevor das gleich zu Ende ist. Gleich in die nächste Runde Goldenes Zeitalter. Ja, wir können ja doch eigentlich hier noch einmal runterfahren und hier auf den Berg fahren. Ich glaube, so schlimm kann das gar nicht werden. Weiß es natürlich nicht, wir werden es sehen. So, was haben wir denn hier? Panzer französisch, Flugabwehr französisch. Keine Schusseinheiten in der Nähe, also werden wir es mit dem Tarnkappenbomber machen. Da fliegen wir hier den Angriff. Ja, mit den Schiffen werden wir gleich die Stadt eingenommen haben. Dann schicken wir dann Panzer los, haben wir auch die Stadt. Es läuft alles ganz gut nach Plan, würde ich sagen. Das machen wir jetzt mit den Schiffen. Ich weiß gar nicht genau, reicht das vielleicht sogar schon mit den Schlachtschiffen? Nein, die sind nicht so gut, ne? Ah, das war auch wieder einmal versuselt, ein zu weit gefahren, und dann kann er natürlich nicht mehr schießen. Dann schaffen wir es natürlich nicht ganz mit den Schiffen. Aber sammeln wir Erfahrungspunkte, so dass wahrscheinlich auch bald wieder einige befördert werden können. Die Einheit haben wir ja verloren gehabt. Das haben wir gerade eben gesehen. Der kam nicht weit genug. Düsseldorf hat eine Infanterie gebaut. Kann man in der Stadt bleiben. Da stand noch gar keine Einheit in der Stadt. Überall rundherum waren verteilt welche, aber in der Stadt nicht. So, Atlanta City. Last City of the United States hier in unserem Civilization Game. In Runde 51 sollten wir dann also die dritte Nation erledigt haben. Ja, ne? Da ist auch ein bisschen Kampfstärke gegen Landeinheiten. Müsstest du doch schaffen, oder? Oh, Treffer. Da schwebt er elegant zurück und landet. So, wir haben ja noch mehr Tarnkappenbomber. Da müssen wir jetzt mal weiter gucken, wie wir hier vorankommen. Einmal noch hier angreifen. Obwohl der wäre wieder besser für die Landeinheit gewesen, glaube ich. Gegen gepanzerte, ja. Aber ich wollte das gerne so machen. Mit dem jetzt schon hier vorrücken. Haben wir noch einen Tarnkappenbomber? Sonst wird es knapp. Ja, das reicht. Nicht so viel Energie mehr, also nicht so viel Durchschlagskraft, aber das reicht. So, dann marschieren wir den Panzer gleich da ein. Dann haben wir auch diese Stadt. So langsam wird es hier alles eins. Dann gehört schon mal die Hälfte der Map uns. Wir wählen zwar zwischendurch ein neues Produkt. Das haben wir alles.
hier haben wir ein Gerichtsgebäude gebaut und danach brauchen wir erstmal ein Monument für die Zufriedenheit. Minus 36 werden wir in dieser Runde auch nicht mehr groß von runterkommen. So. Wie geht es denn danach weiter eigentlich? Das ist wirklich die letzte Stadt, glaube ich, die wir einnehmen werden. Hier hinten die beiden. Wir könnten zum Beispiel schon mal Luftangriffe gegen Grenoble fliegen. Machen wir mal. Obwohl, eigentlich fehlt mir hier so ein bisschen die Unterstützung von Raketenartillerien. Aber wir haben hier kein Aluminium, also wir können uns ja auch keinen kaufen. Wir könnten höchstens eine alte Artillerie kaufen, ne? Oder? Können wir nicht mal, weil... Achso, weil eine andere Einheit hier steht. Ja, das ist ja weniger das Problem, das können wir lösen. Oder noch ein Bomber oder ein Jäger. Fallschirmjäger. Bodenluft, davon habe ich erstmal genug. Dann nehmen wir Flugabwehrgeschütz. Nee, nehmen wir Artillerie. So. Mensch. Und hier auch. Wir wollen das hier mal ein bisschen beschleunigen. Kriegen wir hier nochmal Aluminium? Nö, ne? Nö. Das war ja alles nicht so ergiebig verteilt hier auf der Karte. Okay, du musst dich ein bisschen heilen. Du kannst ja sowieso ungefähr eine. Du kannst hier angreifen, ne? Und Feuer mal. Sehr gut. Hätte ich gar nicht mal gedacht. Das hat funktioniert. Ich dachte jetzt, die wären irgendwie nur gegen. Oder für, was auch immer, Flugzeuge. Du bleibst erstmal hier auf dem Berg stehen. Ach ja, hier wollen wir noch einmarschieren. Hat funktioniert. Füllen wir die Kassen wieder. Wählen auch hier noch ein Gerichtsgebäude. Und dann war es das für diese Runde. Aber noch nicht für diese Folgen. Nur für diese Runde. Was hat der denn noch? Der kann noch zwei weiter. Muss der überhaupt noch dahin? Eigentlich brauchen wir den Atlanta gar nicht mehr, wir brauchen ihn auch hier. Wir ziehen gleich mit den Schlachtschiffen wieder zurück. Weil hier haben wir die zwei, drei Schiffe, die ziehen wir noch mit hier hoch, die unterstützen. Aber dann haben wir die beiden und zweimal Tarnkappenbomber. Dann wird es auch recht schnell mit Atlanta gewesen sein. Ich denke, das schaffen wir in der nächsten Runde. Vorausgesetzt, der haut uns den Panzer hier nicht weg. Ach, die Franzosen möchten mit uns jetzt gerne Frieden schließen. Wir lehnen dankend ab. Nein, danke. Wir haben ja nicht angefangen. Das muss man ja nochmal erwähnen, ne? Oh Gott, Gott, Gott. Einheit kann befördert werden. So, was machen wir bei denen denn? Gegenlandeinheiten. Die Stadt gehört uns. Hier müssen wir weiter jetzt nach oben. Bringen wir die hier mal langsam in Stellung irgendwo. Dijon wird dann so hier die nächste Stadt sein. Gegen verschanzte Einheiten. Und Angriff. Du fährst erstmal auf den Berg. Und Angriff. Kriegen wir das Schlachtschiff wahrscheinlich noch gar nicht so weit. Und Angriff. Wie weit kann das denn? Das ist ein 6er Schlachtschiff. Das reicht gerade so. Da haben sie doch schon ganz gut durchgehalten. Aber wir gucken mal weiter. Was können wir denn hier Schönes machen? Fortbewegung, dass er ein bisschen schneller vorankommt. Oder sofort heilen. Eine Reichweite für ein Schlachtschiff. Das ist natürlich auch cool, oder? Wir müssen hammerweit schießen können jetzt.
hätte schießen können. Mhm. Wo sind wir hier? Da fehlen uns noch. Ups. Okay. Ah, nee. Philadelphia Kloster. 42 Unzufriedenheit, das ist Rekordunzufriedenheit. So unzufrieden waren wir noch nie. So, die Tarnkappenbomber. Die wahrscheinlich jetzt hier ihre letzten Einsätze fliehen werden, um dann auch verlegt zu werden. Ich würde sogar sagen, die verlegen wir nach Boston. Da haben wir nämlich hier alles in Reichweite. Das geht dann auch schnell. So, ne? Minus 1, plus 4 Erfahrungspunkte, minus 15. Okay, sparen wir uns doch den Einflug. Okay, Konsul Washington von Amerika, ich gratuliere euch zu eurem Sieg. Der Krieg ist jetzt nicht mehr, ihr seid Geschichte. Münzanstalt. Ein bisschen was fürs Geld schon nach der Zufriedenheit. Minus 48. Aber die Amerikaner sind Geschichte. Das ist doch mal die positive Nachricht. Hier in unserem Game. Oh, wenn das mal nicht die NSA irgendwie sieht. Ich sag mal lieber nix. So, wir spielen weiter. Jetzt Frankreich auf der Liste. Gucken erst nochmal. Luftangriffe hatten wir hier gerade eben geflogen. Können wir hier weiterfliegen? Weil das kriegen wir gleich mit unseren Kampfschiffen gewuppt. Hoffe ich zumindest mal. Oh, das ist ein guter Treffer hier. Na, das war nicht so gut. Minus 1 nur. Hier waren es auch nur minus 1. So, der Panzer bleibt mal hier. Der muss sich auch heilen. Das U-Boot. Und mal hier rüber. Können mal hier Schiffe versenken spielen. Die wollen wir jetzt hier drüben haben. Dauert ein bisschen mit den Schlachtschiffen. Da liegt noch ein französisches Boot, was ich gerade sehe. Wäre eine schlechte Wahl für Tarnkappenbomber. Hier kommen wir nicht ganz hin. Diese Stadt wäre in Reichweite. Also wir machen hier schon mal Einheitverlegung nach Boston. In Südosten nach Boston. Hier müssen wir wieder gegen Barbaren kämpfen. Oder wir nennen sie jetzt ja immer Terroristen. Produkt wählen. Wo sind wir denn? Hier, Gerichtsgebäude. Kennen wir doch. Mhm. Ups. Jetzt getroffen. So, den können wir aber auch brauchen hier an der Front irgendwo. Ob hier vielleicht, um da den weiteren Panzer auch abziehen zu können. Oh, guter Zufall, dass ich den gerade so angeklickt habe. Gar nicht. Müsste ja wahrscheinlich hier irgendwo hin. Das dauert eine Runde. Ihr könnt euch noch ein bisschen heilen, ihr auch. So. Dam-dam-dam. Dam-dam. Ja, das dauert nicht mehr. Groß, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch alle brauchen hier. Die ganzen Einheiten. Ich vermute mal nein. Werden wir mal sehen. Die ist ganz gut verschanzt hier, die Stadt, aber das sind auch nicht die besten Flugzeuge mehr. Weder in der Trefferpunkte wegen der Energie, noch in der Belagerungsstufe wegen Erfahrungsfortschritte. Manchmal ist es dann doch, vielleicht geht es besser, wenn man sich eher auf eine Stadt konzentriert, anstatt auf zwei. Ich weiß gar nicht, wo der noch hin will. Den brauchen wir ja fast gar nicht mehr.
zu spät. Die Stadt ist auch gut gefestigt, also springt irgendwie immer nur minus ein. Dann musst du dich erstmal ein bisschen heilen. Du musst dich auch erstmal ein bisschen heilen. Du auch. Die brauchen wir wieder mit voller Energie. Solange können die auch hier erstmal sich in der Stadt weiter verschanzen. So. Dann will ich zweimal klicken. So kriegen wir die Einheiten auch weg. Und dann noch einen runterfahren. Dann fahren wir auf den Hügel, das müsste ja noch gehen. So. Schon mal einer weniger. Dann machen die ja nicht mehr unsere Modernisierung in Hamburg kaputt. Spinnen ja wohl. So, der geht nach unserem Befehl denn zum Heilen. Der ist geheilt, kann aber nicht so weit schießen. Also ist er auch ziemlich schnell hier drüben, glaube ich. Nächste Runde ist er schon da. Okay, ich denke mal, in dieser Folge haben wir wieder ganz gut was geschafft. Die Insel ist unser. Hier fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5 Städte, die wir dann, denke ich, in der nächsten Folge einnehmen werden. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn das heißt Civilization 5.